Hallo und herzlich willkommen zurück, meine Lieben, zu einer weiteren Folge Medieval Dynasty. Was wir heute machen wollen, ist die Heroldsquest. Der Herbst ist schon fast zur Hälfte rum. Und da wollen wir uns doch mal schnell auf den Weg machen, um zu gucken, was der Herold möchte von uns. Und zwar ist er in Hornitzer. Und da laufen wir jetzt mal schnell gemeinsam hin. Und gucken mal, was der König von uns möchte. Und da werden wir mal sehen, ob wir die Quest erfüllen können. Sprich, dass wir dem König helfen können, ne? Es gab auch jetzt ein neues großes Update. Und da weiß ich noch gar nicht, was da jetzt alles so anders ist. Also ich sehe jetzt, die Schilder sind anders, ne? Da oben sieht man Schilder. Ja, ich muss mich erstmal damit auseinandersetzen. Auf jeden Fall ist es sehr interessant. Ja, hier sind Schilder. Hier stehen jetzt neue Schilder. Also ich glaube, das stand vorher hier nicht, oder? Hat das hier gestanden? Ich weiß es nicht. Bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, da war keins. Das ist neu. Aber das ist auch in Ordnung. Oh, hier stehen ja Pferdewagen. Oh, was ist denn das? Fuhrmann ansprechen. Ja, warte, das machen wir doch direkt mal. Guten Tag, was kann ich für dich tun? Ich brauche eine Mitfahrgelegenheit. Wo finde ich? Ist ja nicht so etwas Interessantes. Ein paar Leute sagen, sie haben den Herold wieder im Tal gesehen. Er verbringt seine Zeit hier meist in einer der Schenken. Ich versuche das mal. Ich brauche eine Mitfahrgelegenheit nach Hornitzer. Selbstverständlich. Springen wir auf den Wagen. Okay. Cool. Na, das ist doch mal toll. Wo ist jetzt Hornitzer? Da. Gut, das hat uns jetzt 300 Münzen gekostet, aber ja gut, wir haben es ja, ne? Das finde ich ja mal klasse. Haha, wir brauchen gar nicht mehr dahin laufen. Naja. Ob das jetzt schön ist, weiß ich nicht. Das haben wir ja keine Banditen mehr, ne? Aber gut, das kann man ja mal ausprobieren hier, ne? So, wir wollen mal gucken, wo sind denn hier die Quests? Ne, gerade die Richtung muss ich, ne? Da muss ich mal gucken. Hier sitzt jedenfalls erstmal die Helga. Gut, wir gehen mal zur Helga. Es kann ja sein, dass das wieder eine Jagdquest ist, aber wie gesagt, wir wollen uns heute ausschließlich um den Herold kümmern. Ja, kann ich dir bei was helfen? Ja, ich habe ein Problem. Ich wollte heute Abend ein ganz besonderes Essen für die Gäste der Schenke zubereiten, aber mir sind die Zutaten ausgegangen. Bis heute Abend kann ich sie... ich könnte sie für dich besorgen, wenn du willst. Ich wäre dir sehr dankbar, okay? So, und hier ist jetzt der Herold und darum geht es ja heute, ne? Mit dem wollen wir ja heute sprechen. Ich muss mal einen Ton ein bisschen leiser machen. Ich habe den schon wieder viel zu laut. Entschuldigung. Das ist viel zu laut. So, so reicht das, ne? Sei gegrüßt. Ich bin hier im Auftrag seiner Majestät König Schwalliburg, der Erste, der Fürsorgliche. Ich habe eine Aufgabe für die Menschen in diesem Tal. Was will der König? Die feindlichen Streitkräfte rücken von Norden heran und der König benötigt dringend Materialien für Befestigungen in der Region. Ich werde meinen Teil dazu beitragen. Wunderbar, ich erwarte deine Lieferung. Wenn du nicht alles hierher tragen kannst, denke daran, dass du es auch in deinem Lager lassen kannst, wenn du eines besitzt. In diesem Fall musst du mir nur Bescheid geben, dann werde ich alles abholen lassen. In Ordnung. So, jetzt gucken wir mal, was der Herold will. 100 Holzstämme, Steine, Eisenbahnen. Eisenbahnen habe ich keine. Aber die sind schnell zu kriegen. Küchenhilfe, was will sie? Fischfilet sechsmal und ein Ei. Das kriegen wir auch hin. Das kriegen wir doch hin. Vielleicht können wir sogar die Heroldsquest gleich machen. Wir brauchen nur noch 50 Eisenbahnen. Ja, wo ist denn hier der Koch? Hier. Sechs Fischfilet, ein Ei. Bunimir, zeig mir mal bitte deine Ware. Also, ein Ei können wir kaufen. Und Fischfilet waren 6, ne? Okay, und dann hätten wir das.
Was habe ich für dich hier? Also was, ich gebe dir mal die Fliegenpilze hier. Das kannst du kriegen von mir. Oh, die Getränke behalte ich. Die Steinpilze kann ich dir andrehen hier. Die Tollkirschen, Bayonne. So, das Trockenfleisch. Okay, danke. Have a good day. Ja, und jetzt wollte ich noch die 50 Eisenbahnen. Wo ist denn hier der Schmied? Der ist da vorne. Mal gucken. Jan, zeig mir mal bitte deine Ware. Und zwar Eisenbahn. Oh, der hat bloß 29. Okay, na gut. Das Da muss ich noch mal in die Mine gehen. Aber das wäre jetzt nicht das Thema. Das könnten wir machen. Wir gehen aber erstmal zur Helga und schaffen ihr jetzt das Essen hin. So, also wir brauchen noch Eisenbarren. So, jetzt hatten wir doch noch irgendwo jemanden, der eine Quest für uns hat. Wer ist das? Der Meinert. Meinert ist der Herold. Carolina. Die Carolina. Ist die hier drin? Ja. Wie kann ich dir helfen, Carolina? Wolle brauchst du, okay? Ich hole Wolle für dich. Wie viel Wolle willst du denn haben? Ich glaube, einstecken habe ich keine, ne? Ne, ich habe bloß Wollgarn. Okay. 3 Wolle. Weißt du was? Ja, ja. Die kaufe ich mal ganz schnell bei dir. Ne, 3 mal bloß. So. Have a good day. Ja, du auch, aber ich gebe dir jetzt erstmal deine Wolle. So, bitteschön. So. Gut. Und jetzt sind die Quests hier erledigt. Bis auf die Heroldsquest? Ja. Okay. Wo haben wir denn dann noch welche? Ich müsste jetzt in eine Höhle. Wir haben hier auf jeden Fall noch in Borovo 2 Quests. Ja, also für die Heroldsquest müssen wir jetzt in die Höhle gehen. Und ich würde sagen, dass wir das machen. Und zwar müssen wir da zurück in unser Dorf nach Gostovia. Aber machen wir das wieder mit dem Fahrer hier oder laufen wir selber? Ich denke, wir laufen selber, ne? Das war jetzt eine nette Erfahrung, dass wir das hier gemacht haben. Aber ich denke, wir laufen jetzt selber und da gehen wir schnell in die Höhle holen oder zu Hause bei uns ins Lager und gucken dort mal, was wir für Eisenbahnen haben. Das wäre vielleicht noch die bessere Variante. Ja? Und holen noch schnell die fehlenden Eisenbahnen. Die müssten wir ja dann da auch haben. Dann machen wir doch das. Jetzt muss ich bloß aufpassen, denn hier ist ja wieder Wolfsgebiet, ne? Naja, hier sind immer schöne Schilder jetzt. Oder waren die waren ja vorher auch schon da. Waren die so schön? Keine Ahnung. Ja, da ist schon ein Wolf. Mal hier hochsteigen. Habe ich keine Pfeile ausgerüstet? Doch. Oh Gott, ich habe lange nicht gespielt, deswegen. Ja. Ich war jetzt immer mit einem anderen Spiel beschäftigt, deswegen kann ich hier gar nicht. Weiß ich gar nicht mehr, wie es hier ging. Haha. Soll vorkommen. Ja. So, da hätten wir das. Jetzt muss ich noch weiter gucken hier, nicht, dass mir hier noch einer über den Weg läuft. Aber es ist nicht auszuschließen. Naja. Nee, gibt es jetzt gerade nichts.
Also wie sind, dann mach ich mal einen großen Bogen, den will ich jetzt gerade nicht bekämpfen. Also echt, das sind schöne Schilder. Also ich weiß nicht, waren die vorher auch schon so da? Keine Ahnung. Ja, gut. Dann, wie gesagt, gehen wir jetzt mal schnell in unser Lager. Ich glaube auch gelesen zu haben in den Updates, Infos da, dass man neue Gespräche und so führen kann mit seinen Dorfbewohnern, aber das muss ich mal ausprobieren. Ich weiß nicht, ob ich das heute mache noch, aber ich denke, wir wollten uns erstmal um die Quests kümmern hier, ne? Ja. Ich habe ja jetzt hier eingeschaltet wegen der Herolds-Quest und deswegen machen wir die auch. Ich gehe jetzt hier bloß schnell mal gucken, ob die Spitzhacke mal wieder hier hängt. Nö. Nö, hier hängt nichts. Okay. Au, naja. Tollpatsch. Hier ist eine Vogelscheuche, aber die kann man ja nie ausräumen. Also ja, hier sind neue Schilder dazugekommen. Die anderen waren schon da, würde ich mal sagen. Aber das hier ist neu. Das ist definitiv neu hier. So. Wir brauchen jetzt erstmal keinen Bogen. Hier ist niemand Gescheites dabei. Ich werde doch mal noch... Oder wartet mal. Wir gehen nach Hause, holen jetzt bei uns erstmal die Eisenbarren, die wir noch brauchen. Und dann müssen wir mal gucken, ob die ausreichend sind. Ansonsten muss ich halt selber noch mal Eisenbarren herstellen. Ich finde es ja toll, dass jetzt überall diese Kutscher stehen, ne? Das ist nicht schlecht, aber wie gesagt, der will ja natürlich auch Geld verdienen, ne? Sonst fährt er uns ja nicht durch die Gegend. Aber wir haben es mal ausprobiert. Ich hätte jetzt gedacht, dass man da wirklich durch die Lande fährt hier, dass man das ein bisschen sieht, aber man wird einfach nur von einem Ort zum nächsten gebeamt. Naja, hat auch was. So, wir gucken jetzt hier schnell mal im Lager nach, wie viel Eisenbahn wir da haben. Und dann könnten wir ja fast schon die Heroldsquest abarbeiten. Eisenbahn. Ach, haben wir genug. 30. Moment. Genau, so. Da können wir ja schon wieder zurück nach Hornizan. Da können wir die Heroldsquest abschließen. Da hätten wir das geschafft. Das ist doch mal nicht schlecht. Das ist doch mal nicht schlecht. Naja, wir gönnen dem Kutscher heute mal noch ein bisschen Geld, ne? Wir werden uns gleich wieder hinfahren lassen. Wir haben es ja. Gucken wir mal, wo er stand. Der war ja hier vorne irgendwo. Oder? Ja, hier vorne steht er. Oh, mein Freund. Ich brauche eine Mitfahrgelegenheit. Und zwar möchte ich nach Hornica. So. Und da sind wir in Hornica angekommen und jetzt können wir... Hä? Was ist denn das da oben für ein Zeichen? Und
Der Produktion fehlt was, oder wie? So sehe ich das fast. Mhm. So, Meinert. Hier, bitteschön. Wir haben alles. Ja, viel Glück für die Soldaten. 320 Reputationspunkte hat es uns gebracht. Sehr gut. Und jetzt muss ich gucken. Ich nehme mal an, dass das damit zu tun hat, dass uns hier was fehlt. Ach so, hier fehlen die... Mitarbeiter, oder? Rohstoffe, hier fehlt wieder was. Was fehlt? Die Holzlöffel und die... Ja gut, das können wir noch herstellen. Ja, das machen wir dann, wenn wir zu Hause sind. Also das brauche ich ja jetzt nicht mehr. Ich habe noch keine Ahnung, was die Anzeigen hier oben zu sagen haben. Gut. Alles klärchen. Dann geht's zurück. Da gucken wir noch schnell die Quests. Ja, weiß ich, dass ich schmutzig bin. Die Quests in... Ach, weißt du was? Nö. Wir fahren. Wir sind heute mal zu faul zum Laufen. Und zwar will ich nach Borovo. Oh, das ist teurer? Hm. So. Dankeschön. Was haben wir jetzt ausgegeben? Oha, ja, jetzt möchten wir mal ein bisschen Geld sparen, ne? So, wer hat die Quest? Der Meter da hinten, der Kleine, ne? Oder bist du das? Nee, das ist Edward. Hä? Nee, das ist nicht der Kleine, das ist der hier. Meter, wie kann ich dir helfen? Ja, ich könnte da nicht, weil da ein Haus rein und kein Bauhammer. Alles klar, den müsste ich einstecken haben. Du bist doch bestimmt ein Kupferhammer, natürlich. So, und dann hätten wir hier noch eine, oder? War das noch so? Ja. Hatten wir hier nicht gerade noch eine Quest? Was bist denn du hier? Der Provoja, die ist eine Landwirtin. Ja, was Gescheites sitzt hier nie rum. So. Wer hat denn jetzt hier die Quest? Der Falibor, okay. Dann gehen wir jetzt schnell noch zum Falibor und gucken mal, was, wie wir ihm helfen können. Falibor, wie kann ich dir helfen? Ja, ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Ich bin schon alt und kann selbst keine Werkzeuge mehr herstellen. Könntest du mir bitte eine Axt besorgen? Ich werde auch nicht vergessen, dich dafür zu belohnen. Natürlich kann ich mich darum. Eine Kupferaxt. Okay. Eine Kupferaxt, die machen wir jetzt ganz schnell noch. Wir hupen mal schnell hier ins Wasser. Machen uns mal ein bisschen sauber. Können wir gleich mal noch einen Schluck trinken. So, wie sieht's aus? Sind wir noch dreckig? Nö. Da holen wir eine Kupferaxt. Die könnten eventuell... Was ist das da oben? Ich verstehe es nicht. Ja, haben wir schon reingeguckt. Okay. Ich würde mal sagen, dass hier so die Produktionsstätten sind nicht besetzt und im Dienstleistungsgebäude, also in einer Marktstadt, fehlen uns noch die Rohstoffe. Da nehmen wir gleich mal ein paar Stöcke mit. Wie viel haben wir denn? 170, das reicht natürlich nicht weit. Naja, gut. Wir wollten die Kupferaxt machen, ne? Können wir auch klein ein paar mehr herstellen. Müssen wir mal gucken, weil das vielleicht nicht ausgeschlossen ist, dass wir die nochmal brauchen könnten. Ja. Dann latschen wir jetzt hier gleich mal querbeet. Lager. Gucken wir mal, ob wir hier eine Kupferaxt drin haben, aber ich würde sagen, das haben wir hier bestimmt nicht.
Wir haben schon wieder Kalksteine hier, da können wir weiter verputzen. Kupferbarren. Kupferachs haben wir nicht. Nee. Okay, dann nehme ich mir jetzt hier gleich mal so. Ja. Die Barren raus und dann gehen wir gucken, ob wir die Kupferachs jetzt hier gleich machen können. Kupferwerkzeuge. Kupferaxt. Also viel brauchen wir nicht, aber wir machen mal 6 Stück. Okay. Und wir brauchten noch Stöcke. Dann machen wir gleich noch die fehlenden Dinge hier. Ich nehme mal die Schalen auch raus. Wir schaffen das wieder an Ort und Stelle in die Küche. Stöcke. Ja, dann nehmen wir uns mal so viel raus. Und dann machen wir schnell noch diese fehlenden Sachen. Ach doch, nicht alles. Nicht alles. So. Reicht zwar dann auch wieder hinten und vorne nicht, ne? Weil die das ziemlich schnell verkaufen. Aber erstmal ist was da und das meckert keiner mehr. So. Gut. Und da würde ich sagen, dass wir das jetzt schnell noch, die Kupferachse jetzt schnell noch rüberbringen zum Fallibor. Da laufen wir aber hin, da müssen wir jetzt keinen Wagen nehmen, ne? Wir sind ja gut zu Fuß, denke ich. Und so weit ist das ja auch gar nicht. Hatten wir hier schon geguckt, ob hier was rumliegt? Außer Stecke. Lass mich schon wieder ablenken, ja, ich sehe es. Okay. Jetzt liegt ja nichts weiter rum. Ich glaube, das hatten wir auch schon geguckt, ne? Auf zu Fallibor. Ich hoffe, dass er noch wach ist. Und da geben wir ihm die Kupferachs. Und da hätten wir die Quests erledigt. Wir haben die Heroldsquest schon wieder erledigt. Und wir haben dann die Nachbarschaftshilfe gemacht. Naja, das hat doch was. Also hier würde ich sagen, diese Schilder sind neu dazugekommen. Das finde ich wirklich klasse. Das finde ich wirklich klasse, dass das hier so gemacht ist. So, Fallibor, bitteschön, hier ist deine Axt, die du wolltest. Vielen Dank. So, ihr Lieben. Ich würde sagen, dass ich mich jetzt von euch wieder verabschiede. Jetzt haben wir die Schenke bekommen. Na, da wissen wir doch, was wir beim nächsten Mal zu tun haben, ne? Ich verabschiede mich, wie gesagt, von euch ganz herzlich. Danke euch fürs Zuschauen. Und wünsche euch wie immer einen schönen Tag, einen schönen Abend oder ein schönes Wochenende. Und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid.
Ja, und bis dahin, lasst es euch gut gehen, ne? Wir sehen uns. Tschüss.